Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit unserer lieben Kamerafrau Gabi. Hallihallo. Hallo. Mit Boris vom Wildenburger Land, unserem Pudelpointer und meiner Wenigkeit Uli Bertschi. Und der unglaublich wundervollen Abendstimmung bei uns im Emmental, im winterlichen Emmental. Heute wieder mal ein Thema, ein Schritt weiter oder zurück, wie man es anschaut, im Bringsel verweisen. Und zwar in der letzten Folge haben wir ein Stück Rehwild gekriegt und das dem Boris gezeigt. Ihr habt gesehen, wie schwierig das war. Ich möchte deshalb wieder einen Schritt zurück und das Gelernte auf der Decke ein bisschen absichern. Wenn euch solche Filmchen was bringen und gefallen, freut uns natürlich ein Abo riesig als Dankeschön. Die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr überhaupt kein Filmchen mehr. Und wenn ihr die Bringselverweiser-Folge angucken wollt, nicht vergessen, einfach unten in die Playlist anklicken, dann seht ihr jede Folge vom Bringselverweisen. Ja, jetzt aber viel Spaß! Ja, also, wie gesagt, das Reh hat ihn wirklich so beeindruckt, dass nicht mehr so viel gegangen ist, auf jeden Fall nicht mehr so viel, wie ich mir gewünscht hätte. Und deshalb gehe ich jetzt wieder einen Schritt zurück und versuche, das abzusichern, was wir ihm in den ersten zwei Lektionen beigebracht haben. Also, wir versuchen es mal, und zwar mit der Decke schon eine gewisse Distanz. Die Decke ist auch nirgends festgemacht, sodass wir sofort Einfluss nehmen können, wenn er die bewegt. Und ich lege den Bringsel hier irgendwo drauf, dass er ihn holen soll. Boris, verwundet. Wow, super! Nein, das ist ja genial! Da kommt das Block. Hast du das Reh gefunden? Nein! Oh, das ist viel einfacher als das mit dem Reh, gell? Das mit der Decke. Boris, zum Bock. Hey, super! Das muss man ein bisschen nehmen. Ja, auch wenn er jetzt übermotiviert ist, zeigen wir ihm, was er machen soll. Auch wenn der Bringsel rausfällt, sofort wieder reintun. Das ist kein Unglück. Wir sind ja am Lernen, gell? Und es sind ganz viele Mechanismen, die da zusammenspielen. Boris, aus. Wow, super gesehen. Also komm. Ja, und war jetzt aber sehr, sehr zufrieden. Warte. Und wage es jetzt auch ein bisschen weiter weg mit der Decke. Wenn ihr euch übrigens fragt, wieso dass ich mit dem Hund, mit dem Bringsel im Fang zu der Decke laufe, ich bin der Meinung, dass erst dort die Arbeit fertig ist. Bringsel ist ja Reh oder Wildersatz. Also ist eigentlich die Arbeit vom Bringsel übergeben erst dort fertig. Also kriegt er erst dort den Befehl vom Aus. Ich weiß, es ist nicht ganz so wie das viele andere Leute machen, besonders im Sanitätshundebereich ist es anders. Da nimmt man eigentlich den Bringsel aus und führt den Hund, oder der Hund führt einem dann zum Figuranten. Ist natürlich ein bisschen ein kleineres Risiko. Dass er den Bringsel unterwegs verliert. Warte. So, ich mache das nochmal heiß da, dass er es nicht vergessen hat. An der VGP, an der Verbauungsgebrauchsprüfung der Forstehunde,
Boris. Verdammt. Da muss man dem Richter... Wow, super. Oh mein Gott. So, Block. Tipptopp. Ah, super. Jetzt hat er schon selber korrigiert. Gefällt mir sehr gut. Boris. Zum Bock. Wow, wo ist er? Wo ist er? Ja, geht. Oh, super. Ah, da. Da. Jetzt muss man dem Richter vor Beginn der Arbeit erklären, wie man das Bringseln... oder wie der Hund das Bringseln zeigt. Boris. Aus. Also, so wie jetzt bei mir wäre es so, dass ich... Wow, super. Tipp, da weiß ich auch. Dass ich sagen würde, ich setze den Hund an... Der Hund, wenn er gefunden hat, nimmt er den Bringsel auf, kommt mit dem Bringsel zurück, führt mich dann relativ langsam, also nicht im Eiltempo zum Stück, so dass er nicht pendeln muss, sondern er führt mich einfach zum Stück und dort übergibt er mir den Bringsel. Dann wird das bewertet. Genau, so ist das bei ihm. Im Jagdgebrauchshundeverband in der Prüfungsordnung drin. Das ist sensationell, Boris. Oh, was für ein kleines Päuselchen. Dann noch ein Zwischentraining und dann zurück auf die Decke, weg vom Reh ausmacht, weil das Reh, das war ja eine Aufregung, gell? Warte. So. Ja, man darf da schon wagen. Noch ein Schrittchen weiter. Wenn er so drauf springt, kann es natürlich sein, dass er den Bringsel wirklich da runterschubst. Dann ist er aber selber schuld, muss er den Bringsel halt suchen. Das ist auch das Phänomen, was er dann hat, wenn der Bringsel um die Halsung rumgelegt ist. So, wir arretieren da den Block. Das war jetzt aber sehr doof. Nein. Boris. Ja, super. Er ist so drauf gesprungen, dass der Bringsel runtergefallen ist. Boris, da auf dem Block. So. Wow. Hast du das Reli gefunden? Oh, du bist aber so schnell. So schnell bist du. Boris, zum Bock. Ja, wo ist er? Hopp, hopp. Yeah, genau. Super, so. Tipptopp, wow. Perfekt. Super, da. Nein, wo ist der Bringsel? Da. Boris. Ja, da, nimm ihn. Jawohl. Sitz. So. Jetzt habe ich vorhin gelobt, wie das alles jetzt gut geht. Und jetzt bist du übermütig und machst deshalb jetzt Quatsch. Hey, Boris. Aus. Wow, super. Super gesehen. Tipptopp. Also komm. Auf den Block. Sitz, warte. So, jetzt sieht man auch schon wieder genau zwei, drei Korrekturen, ein bisschen schon gearbeitet, Ablenkung, hat Witterung in der Nase von irgendwas und es wird schludriger. Und vorher so schön, hä? Da müssen wir noch mal nachfeilen. So. Boris, zum Bock. Wow, super. So, jetzt hat er nicht so viel Geschwindigkeit aufbauen können. Wow, super. Boris, zum Bock. Wow, so ist gut. Ich habe mir gerade überlegt, ich habe zum Schicken immer verwund gesagt, gell, Gabi? Und jetzt zum Bock. Aber ich glaube, Boris hat es nicht persönlich genommen. Boris, aus, wow, rüberstehen. Also, komm. Also, da. Hopp. Hm.
Warte. Sitz. Super. Oh, das ist gut. So. Das von der langen Distanz fuchst mich jetzt ein bisschen. Und deshalb will ich das nochmal sehen. Und zwar in einer Perfektion, gell, Boris? Genau. Du musst einfach nicht so auf das Stück hüpfen, dann wirst du den Bringsel finden. Boris, verwund. Oh, super. Da. Hopp auf den Block. Hey, das ist ja genial. Hast du das ehrlich gefunden? Du bist ja sensationell. Da habe ich mir übrigens einen Moment lang überlegt, wenn er so auf, dem, auf der Decke herumschlittert, wäre ich jetzt wieder ein fix anbinden oder festmachen auf einem Block oder Bock besser gewesen. Gell? Gehen wir zum Relie. Zum Bock. Wow, super. Ja, genau. Wo ist es? Ja, super. Tipptopp. Oh nein, das ist ja gut. Da. Wow. So, ich brauche Tipptopp. Oi, oi, oi. Boris, aus. Nein, das ist super gesehen. Super gesehen. Oh, super gesehen. So, also die Zwischenübung von Teil 4 hat sich mehr als nur gelohnt. Jetzt werde ich morgen das Reh nochmal einsetzen. Das ist jetzt schon kühl gelagert gewesen. Ist ja nicht besser möglich jetzt im Augenblick. Oder besser zu machen als so. Ah, jetzt musst du, ich weiß nicht, ob du das schaffst, Gabi, mal zwischen den Bäumen die Sonne da zeigen. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Ich übe jetzt wirklich das morgen nochmal auf dem Rege wieder einen Schritt zurück. Ich halte es sogar ein bisschen, hebe den Bringsel ein bisschen an, so dass Boris, oder die Verführung für Boris nicht allzu groß ist. Also, in dem Sinn wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß beim Umsetzen. Bleibt gesund und immer schön negativ. Gabi, was sagst du zu der Situation? Ja, passt auf euch auf. Haltet die Ohren steif. Genau. Macht's gut. Und bis bald. Bis bald. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.